Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es soweit. Die Thunfischausfahrt steht vor der Tür. Und dazu werde ich jetzt einmal Richtung Wiesing fahren. Da treffe ich mich mit dem Alex, wo er das Bikeboard von seinem Thunfisch gemacht hat. Wir werden da über kleine Umwege runterfahren. Ja, es sollten so 4-5 Stunden werden. Also wir fahren da über den Gerlos, über Mittersil, Kitzbühel, Fieberbrunn, Salzfelden am Steinernen Meer, über den Hochkenig, Bischofshofen und dann, ja, kann man natürlich so machen. Und dann Richtung Bichl. Das Wetter heute soll ja halten und ich hoffe, es hält auch morgen, denn der Wetterbericht sagt ja nichts Gutes. Aber wir werden uns einfach überraschen lassen und einfach positiv denken, dann sollte das schon funktionieren. Ja, also ich werde ein bisschen mitfilmen. Ich wünsche euch und mir ein tolles Wochenende. Wir sehen uns bis gleich. Warum fährst du Aprilia? Sehr gut.
so viel dazu, ne? Schön Wetter, nass, perfekto. Das spritzt gleich mal in die Höhe, das Wasser. Ja, das ist natürlich schön beim kurzen Heck von der Aprilia. Da oben sind alle. Mit Polizei, perfekt. Nach einem gemütlichen Mittagessen geht es weiter und dieses Mal mit Sonne. Yippie, die Straßen sind auch wieder trocken. Ja, leider hat es drei geschmissen im Regen und einer hatte einen Batschen, weil er über einen Stein gefahren ist. Aber alles gut, also keine Probleme, aber natürlich sehr, sehr ärgerlich.
war die Thunfischausfahrt 2022 aus meiner Sicht. Das nächste Jahr bestimmt wieder. War ein tolles Erlebnis. Gute Organisation von Peter Fischer und seinem Team. Tolles Hotel, tolle Leute, tolle Bikes, was soll man sagen. War einfach ein Riesenspaß. Auch wenn anfangs das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, aber der Wettergott war auf unserer Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.